Hallo, ich zeige Ihnen jetzt, wie man die Exportanfrage macht. Die Exportanfrage starten Sie, indem Sie Exportanfrage auswählen. Jetzt den grünen Button drücken, Gebrauchtreifen Exportanfrage starten. Hier müssen Sie Ihre Daten eingeben. Wir haben das schon voreingestellt. Auch das Land, in dem Sie leben. Dann wählen Sie die Reifenmischung, die Sie brauchen und die Sie bei uns kaufen wollen. Ich zeige Ihnen jetzt ein paar Funktionen. Wählen Sie alle auswählen und dann alle Listen anzeigen. Dann sehen Sie hier unten, dass alle Listen angezeigt werden. Es sind auch alle Reifengrößen markiert. Sie können jetzt einzelne Reifengrößen abwählen. Zwischendurch gehen Sie dann auf Preis aktualisieren und weiter Reifen auswählen. Sie sehen hier oben links, dass dort der Preis angezeigt wird. Jetzt probieren wir es umgekehrt. Sie wählen alle abwählen, wieder alle Listen anzeigen. Wie Sie jetzt sehen, ist noch kein Reifen ausgewählt. Sie müssen mindestens eine Reifengröße auswählen, sonst kann der Preis nicht aktualisiert werden. Sie müssen jetzt alle einzelnen Reifengrößen auswählen. Das können Sie auch so machen, indem Sie die einzelnen Zollgrößen alle auswählen oder alle abwählen. In dem Beispiel hier wählen wir alle 15 bis 19 Zoll Reifen aus. Dann gehen wir wieder auf Preis aktualisieren und auf Weiter Reifen auswählen. Sie erhalten schneller einen Überblick, indem Sie nur die Zollgrößen aufklappen, die Sie bearbeiten oder ansehen wollen. Sie können bei uns nur die Reifengrößen wählen, die es im Gebrauchtreifenmarkt in Deutschland gibt. Alle Reifen, die Sie nicht hier finden, können wir nicht liefern, auch nicht in kleinen Stückzahlen. Wählen Sie hier Ihre Reifengrößen aus oder ab. Am Ende wird Ihnen angezeigt, wie viele wir davon liefern können. Sie können keine bestimmten Mengen von jeder Reifengröße angeben. Schauen Sie sich die graue Box an. Dort sehen Sie den Prozentsatz der Reifen, die Sie ausgewählt haben. Ist der Preis niedrig, dann ist der Preis für die ist der Prozentsatz hoch, dann ist der Preis für die Reifen niedrig. Wenn Ihnen der Preis zu hoch ist, dann schauen Sie sich doch mal die Preissimulation an. Wenn Sie die prozentuelle Menge verändern, sehen Sie, wie sich die Preise der verschiedenen Reifenmischungen und die Zuschläge bei kleineren Mengen verändern.
Jetzt wollen wir weiter Reifen auswählen. Wenn Sie damit fertig sind, gehen Sie auf Weiter. Das ist ganz unten im Formular. Hier eine kleine Zusammenfassung und dann nochmal Weiter. Hier können Sie die Zusatzleistungen auswählen. In diesem Falle haben wir ausgewählt, dass wir nur M&S-Reifen haben wollen, dass wir keine Paare haben wollen und dass wir Pakete gemacht haben wollen, 4 in 1, das heißt bei uns Mehrfachpakete. Mit Weiter geht es zur Zusammenfassung. Bitte hier eintragen, wohin Sie die Reifen verkaufen wollen. Hier wählen Sie aus, in welchen Sprachen wir mit Ihnen kommunizieren können und welches Ihre wichtigste Sprache ist. Sie können uns hier auch etwas schreiben. Dann das Formular abschicken. Sie sehen hier eine Zusammenfassung mit Ihren persönlichen Daten und die Reifenliste, die Sie ausgewählt haben. Wenn Sie hier keine persönlichen Daten sehen, dann müssen Sie die Anfrage noch einmal machen, dann haben Sie zu lange gebraucht, um die Anfrage zu machen. Wir empfehlen Ihnen, dass Sie nicht länger als 15 bis 20 Minuten brauchen. Andernfalls können die Daten im Browser verloren gehen. Wenn Sie hier Ihre persönlichen Daten und die E-Mail sehen, dann ist auch eine E-Mail mit dieser Anfrage an Sie und an uns unterwegs. Wir informieren Sie dann über unsere Lieferfähigkeit oder schlagen Ihnen Modifikationen vor, damit wir das liefern können. Sie können hier und in der E-Mail die Anfrage komplett neu beginnen. Wenn Sie diesen Button drücken, Sie können immer noch die Anfrage hier ändern. Dann haben Sie die Möglichkeit, alle Details zu bearbeiten. Besser ist es jedoch, wenn Sie einen Account anlegen. Dort sind Ihre Listen dann gespeichert und Sie können die immer wieder verwenden. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.